herzlich willkommen. Sehr freundlich zu einem grandiosen Programm. Vielen Dank zu einem fabelhaften Programm, mit dem wir unsere Osterferien einleiten. Es gibt eine sensationelle Neuigkeit aus den USA, die unser aller Sexleben noch aufregender, noch prickelnder gestalten wird. Und zwar, ich sage nur Thema Verhütungsmittel. Opiepass, wie es in Köln heißt. Ja. Es gibt etwas Neues, und zwar, bald gibt es das auch bei uns, Stäbchen für die Damen unter die Haut am Arm. Und diese Stäbchen schütten Hormone aus. Und man ist sozusagen 6 Monate lang gegen ungewollte Schwangerschaft geschützt. Stäbchen hier rein, sozusagen die Pille für Arme. Und der Vorteil ist, man kann schon beim Begrapschen feststellen, aha, verhütet. Das heißt, ja, in Zukunft heißt es nicht mehr, sag mal, nimmst du eigentlich die Pille, sondern darf ich mal schnell unter die Arme greifen? Es gab ja bisher schon ein Verhütungsmittel für unter die Arme, das hieß My Melody. Obwohl, mich macht es geil, muss ich zugeben. Ja. Aber viele Männer hat es auch. My Melody, kennen Sie? Habe ich oft verschenkt, am Ende von Beziehungen. Ein tolles Produkt, ein fantastisches Produkt. Seife, Spray und ich weiß nicht, was das dritte war. Ich glaube, Deo-Roller oder Eau de Toilette. Was man nur so hinter die Ohrläppchen gibt. Ja? Der Hormonhaushalt wird sozusagen in Zukunft bei Frauen, die das anwenden, mit Hilfe der Arme korrigiert. Wir Männer kennen das schon seit der Pubertät. Brad Pitt! Heute Abend bei uns zu Gast. Brad Pitt! Ich sag's aber nochmal. Bitte dann, wenn Sie diese Stäbchen sich implantieren lassen, nur mit einem Arm verhüten, ja? Mit dem anderen Arm weiterhin am Handgriff in der Dusche festhalten. Und das Tolle ist, die... Doch, das geht, liebe Niedersachsen. Das Tolle ist, und das hat mich begeistert, diese Stäbchen schützen 6 Monate, das heißt, es reicht für 2x6. Wir haben heute Abend Gäste, meine Damen und Herren, und ich weiß nicht, wann ich Ihnen noch mal eine Steigerung präsentieren kann. Wir haben eine Frau zu Gast, und sie ist eine großartige Frau, aber das ist zu wenig. Unsere deutsche Sprache reicht nicht aus, um sie zu beschreiben. Sie ist ein Vulkan, sie ist ein Erdbeben, und sie ist das Beste, was man eine Woche vor Ostern bringen kann. Unsere Freundin Brigitte Nielsen. Und Sie erinnern sich, wir haben die Woche angefangen am Dienstag, zu Gast waren Modern Talking. Und ich sage Ihnen eins, da muss man ja einen Bogen spannen. Vom Dienstag Modern Talking. Heute Abend, und vergessen Sie alles, was Sie bisher über Erfolg bei Popgruppen in Deutschland gehört haben, ich werde Ihnen nachher beweisen, wir haben heute Abend die erfolgreichste deutsche Popgruppe aller Zeiten zu Gast, die Flippers! Den klugen Delfin, wir rufen Flipper, Flipper! Liebe lernbehinderte und verhaltensauffällige Kids! Aufgepasst! Es gibt einen Job für euch! Viva sucht Moderatoren! Ja.
Ist doch toll, oder? Ja, ja. Ich habe heute Morgen zufällig gelesen an der Tür meines Friseurs, wegen Viva-Bewerbung geschlossen. Ist das nicht toll? Viva, der tolle Musik-Power-Sender. Viva möchte jünger werden, denn es sind schon zwei aus dem Team 11 geworden. Sie kennen die klassische Viva-Karriere. Mit 8 die Schule beenden, mit 9 Moderatorin beim Tigerenten-Club, mit 10 Bravo TV, mit 11 Viva und mit 16 zurück in die Hauptschule. Heute ist ja unsere letzte Sendung vor Ostern. Wir machen eine Woche Pause. Wir kommen dann wieder am Dienstag, im 14. April. Und wir machen hauptsächlich Pause, weil wir uns das super tolle, fantastische, sensationelle Osterfernsehprogramm nicht entgehen lassen wollen. Mit zum Beispiel sensationellen Actionknüllern wie The Rock. Ja, der ist toll. Ja, oder Mission Impossible oder Urbi et Orbi. Alles an Ostern. Und ich würde sagen, damit wir musikalisch eingestimmt sind, Helmut, spiel uns doch mal einen schönen Ostermarsch. Ja, Moment. Moment. Ja, Sie haben recht. Sie haben recht, ich habe das natürlich politisch gemeint. Ja, liebe alte 68, wir, liebe Grüne, gibt's die noch? Ostermärsche. Da war doch vor 20 Jahren eine feste Institution, ja, bei der Menschen wie ich in einem kleinen Lacoste-Hemd richtig, ja, systematisch fertig gemacht wurden. Ich meine, wir sind ja eine Sendung, die auch philosophisch und moraltheologisch ganz weit vorne liegt. Und ich darf das als leidenschaftlicher Kirchensteuerzahler mal fragen. Ich mein, Karfreitag zum Beispiel, ja? Karfreitag, Sie wissen, am Karfreitag starb Jesus für unsere Sünden. 3 Tage später, Wiederauferstehung oder wie wir sagen, et resurrexit in tertiam diem. Wow. In tertiam diem. Und 2000 Jahre später malen wir zur Erinnerung die Eier bunt. Oder nicht, oder? In tertiam diem. Das ist eine schöne Tradition, Eier bemalen. Ja. Aber unsere Jugend sagt ja nicht mehr Eier bemalen, sondern Bodypainting. Diese Geste, meine Damen und Herren, diese Geste heißt nicht nur Fliege ist wieder da, sondern sie... Ja. Ja. Sondern sie, das ist auch diese berühmte Geste vom Bug der Titanic. Ja, Sie wissen, Kate und Leonardo, wie wir die Fans sie nennen. Und weltberühmt wurde und Oscar gekrönt der Song, der Titelsong von Celine Dion, Near or Far, Sure, Wherever You Are. Ja. Und wir haben uns gesagt, das Lied ist schön und es ist nett, wie sie das macht, aber es gibt eine bessere Version. Und sie wird interpretiert von unserer sensationellen, großartigen, heißgeliebten Kollegin Adelheid Asenbaum. Frau Asenbaum sind die größte. Jedes Mal zu Herzen gehen. Und Sie wissen, der Regisseur dieses erfolgreichsten Films aller Zeiten ist James Cameron. Sie haben ihn bei der Oscar-Verleihung vielleicht gesehen. Yeah, I'm the king of the world. Und er hat auch zum Beispiel Terminator gemacht mit Arnold Schwarzenegger. Und er kann sich jetzt raussuchen, was er will. Er kann in Hollywood jeden Film machen. Und wir sind sehr glücklich, Ihnen die neuesten Filme von James Cameron, die er alle im nächsten Jahr teilweise parallel drehen wird, heute schon präsentieren zu dürfen. Sat 2 präsentiert. Sehen Sie nach seinem gigantischen Welterfolg Titanic. Starregisseur James Cameron verfilmt weitere große Katastrophen unserer Zeit in der Reihe Schicksalhafte Desaster. Allmächtiger Gott. Tschernobyl. Reed
Endlich pullert das Kernkraftwerk von Tschernobyl vor sich hin. In der Schaltzentrale von Block 4 beginnt eine große Liebe. Nichts auf der Welt konnte sie spalten. Sie, eine stinkreiche sowjetische Komsomolzin mit mehreren Zweitdatschen. Er, ein bettelarmer ukrainischer KKW-Hilfstechniker und der Arsch vom Dienst. Ich bin der Staats- und Parteichef der Welt. Mächtiger Gott. Leonid DiCaprisky. Ich sterbe. Vergiss mich niemals. Katja Winsletowa. Mal gucken. Weiterhin verfilmt Cameron eine der größten Tragödien überhaupt. Mauerfall. Lauter Ossis strömen massenweise zu uns herüber. Ein mächtiger Gott. Eine reiche westdeutsche Schickimicki-Tante. Und ein armer westdeutscher Sozialhilfeempfänger. Nichts auf der Welt konnte sie trennen. Nur die Ossis. Sehen Sie außerdem in unserer Reihe Schicksalhafte Desaster, James Camerons bewegende Dramen, Schlussverkauf, Stau am Carmener Kreuz, Bayern München wird nur Vizemeister. Ein mächtiger Gott. Rotweinflecken und Love Story 2. Der legendäre Katastrophen-Ehefilm. Er ein reicher Mann, sie eine arme Maus. Ich glaube, Sie wissen, wo wir hinwollen. Auf keinen Fall verpassen. Da lohnt es sich doch, bei Sat 2 mal reinzuschauen. Wenn Sie Sat 2 in Ihrem Fernseher bereits empfangen können, dann fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker. Wir haben etwas Großartiges gelesen. Wir alle sind, glaube ich, Walt Disney und Mickey Mouse Fans. Und wir alle kennen Minnie Maus. Und Minnie Maus war bisher, wie alle Walt Disney Figuren, sehr züchtig und sehr zivil. So sieht sie aus, die alte Minnie, ein braves Mädchen. Aber schauen wir etwas tiefer. Das ist die neue Minnie. Ganz schön frech, oder? Im Girly Look. Knappes Röckchen, rote Schuhe. Das kann schon ganz schön scharf werden. Wir möchten Sie an dieser Stelle darauf hinweisen, dass Walt Disney auch völlig neue Filme in Zukunft drehen möchte. Und einzelne Filme waren aber so hart und so progressiv, dass sie nicht über das Stadium der Planung hinausgekommen sind. Zum Beispiel dieser Film hier, Ariel, die Nicht-Meer-Jungfrau. Die quietschfidele Schuppenschlampe. Oder? Diesen Film hätte ich zum Beispiel gern gesehen. Der König der Kühe. Hakuna Matata, Bauer Hansen liebt sie alle. Ebenfalls. Ebenfalls verschoben dieser Klassiker Schneewittchen 2, der Zwergenaufstand. Free Helmut. Free Helmut. Charlotte, das kann aber sein, dass das noch rechtzeitig zur Kinosaison im Herbst kommt. Und das hier wäre etwas gewesen, worauf wir sehr gespannt gewesen wären. Adolf im Wunderland. Und liebe Hundefreunde, leider auch der nächste Film, nur ein Plan. 101 Dalmastino. Die total verzogenen Lauseköter, nur echt mit 52 Zähnen. Vielleicht ja demnächst, oder? Es muss ja nicht für immer verschoben sein. Und schauen Sie hier, Sie werden sich vielleicht fragen, wenn Sie uns regelmäßig sehen, warum haben wir noch immer Giovanni Trapattoni als Liebling des Monats, obwohl es ja bereits April ist und er war Liebling des Monats März. Aber zum einen haben wir gestern von unserem großartigen Gast Thomas Strunz diese Barbie Strunz hier geschenkt bekommen. Und Giovanni Trapattoni war einfach so unglaublich erfolgreich, dass wir sagen, in diesem Fall ausnahmsweise eine Verlängerung. Eine Verlängerung als Liebling des Monats.
Und vielleicht, ich meine, er hat so Großartiges für unsere Show getan, vielleicht schafft er es ja als Liebling des Monats den ganzen April hindurch. Wir werden das sehen. Vielleicht tut sich in den Osterferien etwas und irgendjemand, von dem wir bisher noch nichts ahnen, steht dann hier am Dienstag, dem 14. April, wenn wir aus den Osterferien wieder zurückkommen, als Liebling des Monats April. Eine unserer beliebtesten und erfolgreichsten Reihen, das ist die Reihe, die Ihnen immer wieder bewusst machen soll, ja, wir alle kennen und lieben unsere Superstars, aber alle diese Superstars haben Verwandte, die genauso heißen, aber die ein bisschen im Schatten stehen. Und diese Verwandten möchten wir Ihnen in unregelmäßigen Abständen vorstellen und nahebringen, wie zum Beispiel heute diesen großartigen Künstler. Sie tragen einen großen Namen. Horst Tappert. Die Rolle als Derrick ist dem bekanntesten Schauspieler der Welt in Fleisch und Toupet übergegangen. Seine Mimik dadurch erstarrt. Doch obwohl ihn selbst ganz kleine Kinder in Burkina Faso und auf der ganzen Welt kennen und lieben, schlummern tief in seinem Herzen noch ganz andere Dinge. Zum einen die Sehnsucht, endlich einmal eine mimisch facettenreichere Rolle zu spielen und zum anderen die Liebe zu seinem wesentlich unbekannteren Bruder August. So haben wir August Tappert angetroffen. Auf den ersten Blick schien er ein ähnlich zurückgezogenes und einfaches Leben zu führen wie sein Bruder. Doch auf den zweiten Blick sehen wir, August Tappert ist voll drin im Showbiz. Und was seinen Job angeht, so hat er erreicht, wovon sein Bruder immer nur träumte. Er arbeitet als Alleinunterhalter. Nicht nur seine Rolle als Ricky Marshall ist bunt und facettenreich, auch das Leben seiner Zuschauer wird es durch sein Wirken. Ein bisschen Spaß muss sein, dann ist die Welt voll Sonnenschein. La 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 la. Ein bisschen Spaß muss sein. Alles begann vor 23 Jahren. Damals begann ja diese Fernsehserie mit meinem Bruder Horst. Ich komme jetzt nicht mehr drauf, wie sie heißt. Jedenfalls fand ich seine einbetonierten Gesichtszüge total ätzend. Da habe ich mir gesagt, das mache ich ganz anders. Nicht nur die äußere Ähnlichkeit von August und Horst Tappert verblüfft. Auch in ihrer Arbeitsweise zeigt sich eine unverkennbare Seelenverwandtschaft. Ich verstehe. Passen Sie jetzt genau auf. Bleiben Sie, wo Sie sind. Wir sind in einer halben Stunde bei Ihnen. Ein schwerer Fall in Grünwald. Harley, fahr schon mal das Motorrad vor. Frau Roloff, ich muss Ihnen etwas sagen über Ihren Sohn. Setzen Sie sich bitte. Ich habe einen anonymen Anruf erhalten. Der Anrufer sagte ganz eindeutig, Ihr Sohn könne fröhlich sein. Aber er könne nicht ohne Alkohol fröhlich sein. Herr Tappert, mein Junge zuckt seit 3 Wochen mit keinem Muskel mehr. Sie sind meine letzte Hoffnung. Ali, sag doch auch mal was. Ja, August. Danke. Herr Tappert, jetzt gestehe ich alles. Ich selbst habe bei Ihnen angerufen, weil ich all meine Ausgeflipptheit verloren habe. Frau Roloff, leugnen ist sinnlos. Ich spüre es hier ganz deutlich. Ihr Sohn sollte einfach mal gehörig ein Fass aufmachen. Wunder gibt es immer wieder, heute oder morgen können sie geschehen. Wunder gibt es immer wieder, wenn sie dir begegnen, musst du sie auch sehen. Und? Woran denken Sie jetzt, Herr Roloff? Als ich neulich mit Mareike aus der Disco kam, da war überall nur Blut, Blut, Blut. Doch jetzt geht's mir wieder prima. Genau, hoch die Tassen, so jung kommen wir nicht mehr zusammen. Es gibt niemanden, dem August Tappert nicht wieder zur Lust am Leben verhelfen kann.
Er selbst hat lediglich eine offene, schwerende Wunde in seinem Herzen. Horst, komm doch bitte mal vorbei. Ich bin der Einzige, der deinem Gesicht noch mal Leben einhauchen kann. Ich weiß, dass ich es kann. Horst. Ein schöner, ein anrührender Appell. Wir hoffen, dass die beiden Brüder tapper daraufhin zusammenkommen und sich so richtig einen auf die Lampe gießen. Ach ja, und Horst, bitte. Schick mich schon wieder eine Rolex zu Weihnachten. In wenigen Augenblicken ist es soweit, meine Damen und Herren. Dann kommt hier ein Vulkan in Gestalt einer Frau auf die Bühne. Und ich möchte Sie noch ein letztes Mal dazu einladen, ein bisschen Kultur auf sich wirken zu lassen, einen großen, großen Text zu hören, der wunderbar zur vergangenen Fußballwoche passt. Ein Klassiker der Deutschliteratur, vorgetragen von unserer charmanten Kollegin Karin Tietze-Ludwig. Borussia Mönchengladbach gegen VfB Stuttgart 0:0. 46. bis 47. Spielminute. Reporter Manni Breukmann. Die Stuttgarter haben sich etwas vorgenommen. Jetzt noch mal diese Ecke von Balakow, die Möglichkeit von Spanring und auf der Torlinie musste Marcel Wittichek klären. Und es gibt den dritten Eckstoß hintereinander. Ja, was ist denn mit dem VfB los? Was hat der Jogi Löw in der Kabine gemacht? Und sie werden geradezu frenetisch, die etwa 500 Fans des VfB hinter dem Tor der Gladbacher. Jetzt die Kopfballmöglichkeit. Und noch einmal nach dieser Ecke von der linken Seite. Der Ball geht aber 50 Zentimeter über den Kasten. Also, das ist die berühmte dicke Luft im Strafraum von Borussia Mönchengladbach. Aber es steht noch 0:0. Gespielt in der zweiten Halbzeit 2 Minuten. Zurück ins Funkhaus. Ein Text, der bis heute nichts von seiner Brisanz und Aktualität verloren hat. Meine Damen und Herren, es ist soweit. Ich begrüße unseren ersten Gast und sie ist eine wirklich sehr enge, sehr, sehr enge Freundin unserer sympathischen kleinen Familienshow. Wenn ich richtig gezählt habe, ist es heute ihr 5. Auftritt bei uns und mit jedem Mal wird sie schöner und explosiver. Herzlich willkommen, Brigitte Nielsen! Öffnen Sie sich. Ich brauche den Kopfhörer dafür. Ah ja? Ja. Wirklich? Nein, nicht wirklich. Warum? Muss ich? Ja. Ja, das ist gut für die Augen. Vitamin A. Ja. Mmh. Ah. Ah! Happy Easter! Das ist doch gar kein richtiges Kleid. Mm. Das ist doch ein Negligé, oder? Ja. Ja. Ein Geschenk für dich. Wie ein Geschenk für mich? I know what you like, darling. Ich weiß, was dir gefällt, mein Schatz. Entschuldigung. Ja, das hast du extra für mich angezogen. Ja? Ja. Das sieht ja so unglaublich sexy aus. Danke. Ja. Auch du mit diesem tollen
Und du sprichst so toll Deutsch. Jedes Mal, ja, wenn du zu ich uns versuche komm- eben. Nein, jedes Mal, wenn du zu uns kommst, sprichst du noch besser Deutsch. Danke. Du sprichst du denn außerhalb irgendwo Deutsch? Ja. Wo denn? Italy, England, America, Russia, China and Japan. Da sprichst du Deutsch? Ja, natürlich. Warum nicht? Das gibt mir zu denken. Das ist ja so ein süßes Easter Bunny. Ja. Ja, mit diesen kleinen Öhrchen. You like Easter? Ah, das gefällt dir, ja, absolut. Also, Entschuldigung, das ist für dich. Das sieht gut aus, weißt du? Ja. Wirklich. Super. Toll. So ein. Ja, wirklich. Original. Ja. Ja. Und so einfach ist es, einen Hasen zu machen. Ein paar Ohren auf. Irgendwo werde ich noch ein kleines Stummelschwänzchen herkriegen. Ja. I love big ears. Große Ohren gefallen mir. Ja. Feierst du denn diese. Oh, excuse me, you're married? Of course. Mm. Natürlich. Natürlich. Du, feierst du denn Ostern im Kreise deiner Lieben? Ja, richtig traditionell. Ja, yeah. We hide the eggs. Ja, wir verstecken die Eier, wir malen die Eier an. And we, und well, maybe it's better, ja, vielleicht, ja, like showing me, we na gut, und wir blasen die aus. Vielleicht können wir das mal zusammen machen? Ja, ja, yeah. Ich habe ja Eier hier und in einem süßen Glas. Aber das musst du machen. Du musst zeigen, wie das geht. Zeige Deutschland, wie man ein Ei auskriegt. Das ist hier eine ganz altbekannte Tradition mit der Familie. Ja? Und zwar, wir haben hier das ganze Zubehör. Ist das nicht süß? Schauen Sie mal hier. Dieser Hase hält das Körbchen. Das ist doch was Süßes, oder? Also richtig niedlich. So, und da sind die Nadeln drin. Und I gotta get a bit closer. Ich muss mir das mal von nah anschauen. Ja, wir stellen mal das Wasser hier weg. So, wir stechen das Ei auf. Yeah, ja, a hole here and a hole hier there. Ein Loch und auf der anderen Seite, also zwei Löcher, ja, bitte. If you want, you can make one bigger than the other. Eins kann größer sein als das andere. It'll make it easier das for you. Das macht's dann einfacher. Das ist richtig. Das ist auch physikalisch einfacher. Exactly. Ja. So, das mache ich hier rein. Aha. Und man muss sehr vorsichtig sein, weil, nein, man muss es nicht anstechen, zerbrechen, weil es ist eine Luftblase drin für das kleine Küken. Mm. Und, wow. So, das ist das. Das ist das eine. Ja? That's one end of it. Eine Ende davon. Und das andere mache ich ein bisschen kleiner. So. But come on. So. Na los jetzt. Das braucht Nein. ja ewig, bis du damit fertig und jetzt bist. Macht man das am größeren oder kleineren? Ich glaube, man bläst vom kleineren durch das größere das Ei ins Glas. How do you like it? Wie es dir gefällt. So. Wow. Also ich glaube, da hast du einen neuen Job vor dir. That's very that way. Das ist wirklich wahnsinnig. Oh my God, I can't believe das kann ich mir, also toll. That's enough. Das reicht jetzt. Reicht das? That's ist good. Nur ein bisschen. Das reicht. Now, you know, we talked und about jetzt, vitamins and wir haben ja über Vitamine und Karotten gesprochen. Jetzt bitte austrinken das Ganze. Warte mal. Good. I can take das ist, glaube ich, ganz gut. Ich nehme das Ei und du kannst dann. Wow! Listen. Also, pass auf. That makes me feel. What does that make you feel? Ja, und wie fühlst du dich jetzt? Die Musik bitte, wir brauchen Musik. Ja, yeah. No, it makes me feel absolut. Yes, like making whoopee. Wow, like Goldberg. So wie Goldberg? Yeah, that's what I mean. Genau, so habe ich mir das vorgestellt. Färbst du auch diese Eier bei dir zu Hause? Also erst werden sie angepiekst, dann werden sie ausgeblasen. Okay, I can show you something. Would you like to ich zeig dir was. Ja? Möchtest du einen Trick von mir kennenlernen? Also, gib mir mal das Ei da hinten, bitte. All right.
Also, jetzt die Frage, wie kriegt man dieses Ei in das andere Glas, ohne dass man die Gläser anhebt und dass man das Ei anfasst? Ja, aber wir haben jetzt nicht die ganze Zeit hier da lange mit anzusehen. Also an Sex solltest du denken. Was würdest du gerne von einer Frau wollen, was sie mit dir macht? Moment, ja, genau. Ja, yeah, you get it? Ja. Verstanden. Soll ich das mal zeigen? Soll ich das mal, oder möchtest du das selber ausprobieren? Ich würde sagen, geh schnell raus, bis ich das eine Ei im anderen Glas habe und dann komm wieder. Ja. Nein, aber ich soll das machen. Nein, so funktioniert das nicht. Nein, du sollst das machen. You can do this. Also, ganz einfach. Without lifting the glass. So. Not lifting. Ja. Ohne es anzuheben. Not touching the egg. Ja. Ohne das Ei anzufassen. Wait, sorry. Moment. Blasen ist das Geheimnis. Einfach nur blasen. Zack, einen Kuss. Wow. Das ist ja aber, Schön, ne? Und färbst du auch Eier hier mit solchen Farben? Weißt du, wie das geht? Yes, I do. Ja? Aber natürlich, das mache ich mit meinen Kindern. Natürlich, das muss man machen, Wo habe ich denn jetzt das ausgeblasen? Ist das hier drin? Nein, das war das volle. Wir haben doch ein leeres. Wo ist das denn? Ah, hier ist es. Man gibt hier, das ist ja ganz normal. Ja, jetzt lerne ich was von dir. Ja, das kennst du doch, wie man Eier färbt, oder nicht? Ja, aber ich möchte das trotzdem von dir lernen. At home we made it with Zwiebelschalen. Ja, we were very poor. Und da haben wir Zwiebel geschält, Onions. Yes. Und die Schalen im Wasser heiß gemacht. Und ich weiß nicht, weißt du, wieso es hier geht? Well, you can sort of... Nein, also das ist glaube ich zu gefährlich. Das ist ja richtige Eierfarbe, so. Moment, das muss schon aufreißen. So, jetzt haben wir es. Das geht hier rein. In it goes. Ja, geht's rein. That's what you said yesterday. Das habe ich gestern schon von dir gehört. So, jetzt kommt das hier rein. Okay. Schau, ja. Und es gibt ein schönes, schön. Es ist ein Türkis. Das lässt man jetzt so, glaube ich, 2 Minuten da drin. Mhm. Und dann ist die Frage, wie kriegt man die Farbe wieder von den Fingern? Das ist, glaube ich, eine, ja, es ist, ich wusste, es ist eine sehr, sehr gut haftende Farbe. Und also ich glaube wirklich nicht, dass ich das vorschlagen soll, hier, was man machen könnte. Wieso? Wie man das runterkriegen könnte? Olive oil. Olivenöl. Wirklich wahr? Damit geht das weg? Ja, natürlich. Das ist weich und dann kommt die Farbe sofort runter von den Fingern. Du hast, das ist das Tolle bei dir, du hast auf alles eine Antwort. Yeah. Und es sind immer die natürlichsten Mittel. At least when I'm in your company, natürlich, in deiner Gesellschaft bemühe ich mich drum. Sag mal, du hast in diesem Jahr den Wiener Opernball moderiert, ist das richtig? Ja, das ist richtig. Mit Mörtel? Ja. Dem großen Mann großen, in Wien? Großen, ja. Ja? Wie war das für dich? Es war schön, aber du warst nicht da. Nein, ich hatte keine Zeit, ich musste arbeiten. Wirklich? Ja? Ja. Und da standst du oben auf dieser großen Bühne in der Wiener Staatsoper. Es war wirklich ein schönes Abend und viele schöne Leute. Weißt du, was ich so toll finde? Wir haben diesen Knopf im Ohr, ja, aber du sprichst ja einfach Deutsch. Ja? Du sagst nicht, ich spreche Englisch und dann lasse ich übersetzen. Und das ist ja das Tolle, weißt du, du hast es diese... Es ist zu sehr. Nein, überhaupt nicht, aber du hast eine süße kleine dänische Akzent. Ja, danke. Das ist so sexy. Danke. Schau dir diese Finger an. Yeah, but it's sort of ja, aber es ist immer noch gut, it's sehr modisch. Original. Das ist originell, neu. Brigitte, schöne Ostern. Happy Easter to all of you, to families, children. Fröhliche all over Ostern the world. Für alle, für die Familien, Kinder, Mütter, Eltern, überall auf der ganzen Welt und in Deutschland. Und gleich. Kann ich etwas sagen? Sure, I'd like to send my love to Pushkin. That's a message, a secret message. You like to send it? No, that is a dead Russian poet. Das ist ein toter russischer Dichter. Und ich mache da Wohltätigkeitssachen für Kinder und ich sollte das hier doch erwähnen. Die Pushkin-Stiftung. Du bist wirklich eine Schatzin. Wow. Gleich die Flippers, meine Damen und Herren. Meine nächsten Gäste, meine Damen und Herren. Ein Traum geht in Erfüllung. Seit Jahrzehnten bin ich ein Fan von Ihnen. Und Sie sind zurzeit wieder mal auf Platz 2 der deutschen Schlagercharts. Und Sie haben angefangen vor vielen, vielen Jahren mit Weine nicht.
Kleine Eva, wer kennt ihn nicht, diesen Klassiker? Dann ging es weiter mit der roten Sonne von Barbados. 20 Mal Gold, 5 Mal Platin und noch immer jung und strahlend wie am ersten Tag. Herzlich willkommen, die Flippers! Hi, grüß dich. Servus. Hallo. Hallo. Ich bin mal gespannt, ob wir da noch kommen in der Halle. Nehmt Platz. 250 Kilo. Ist das so spaßsam, als spaßsamer Schwabi nur ein Stuhl für drei Leute? Nein, aber das sieht so elegant und ihr passt drauf, oder? Also, da wird man ja schwul. Geht das? Komm, wir machen es. Nein, es ist ein bisschen zu eng. Wir sagen, der Älteste hier in den Stuhl. Oh ja, das wäre rein drauf. Also, hier in den Stuhl. Also, rein drauf. So. Oh, oh, oh. Und ich setze mich hier. Ah, du bist schlank. Das geht. Ich setze mich hier. Du bist schlank, das geht. So mit. Ah, jetzt ist er. Ja. Geht es? So. Ja. Jungs. Da wird die Kehle zur Kathedrale. Aber wirklich, und ich muss sagen, ich bin ja angezogen wie auf einer Beerdigung. Ihr seid Showbusiness. Menzinge. Ja. Ja. Bunt, rot, ja. Blau, ein Jackett aus verschiedenen sind das Kinoplakate? Eigentlich dachte ich, das ist was von Zeitungen und. Ja? Genau. Aber war doch Kinoplakate. Und dann. Ist das bei euch so, dass ihr das sozusagen richtig miteinander abstimmt? Dass ihr euch, bevor ihr auf der Tür geht, stellt ihr euch vor den Spiegel und sagt. Vor den Spiegel und versucht immer, dass wir das Falsche anhaben. Nein, das ist ja euer Markenzeichen, dass das farblich. Das Entscheidende ist natürlich bei allein uns. Zum Beispiel diese Schuhe, ja? sind das Spezialanfertigungen oder kriege ich die auch, wenn ich normal irgendwo jetzt in Pforzheim in ein Geschäft gehe, gibt sie zu kaufen? Nein. Spezialangefertigt? Spezialanfertigung. Ja. Das habt ihr, wie lange seid ihr jetzt im Geschäft? Oh, jetzt 35 Jahre. 35 Jahre und das, schauen Sie mal das hier bitte an. Lackstiefletten, ja. Wer hat die heute noch? Hat die ja? Lackstiefletten. Zeig es doch mal. Italienische Rennschuhe. Ja, groß, das ist ja neu. Weiß ich. Ich will mal eines klarstellen. Es heißt immer, wir reden immer alle von Pur und wir reden von den Scorpions, was Erfolg angeht. Die erfolgreichste deutsche Popgruppe sind die Flippers. Und ich habe es hier aufgeschrieben, 20 Mal Gold, das ist für 250.000 pro Album, 5 Mal Platin für mehr als 500.000 pro Album und 1 Mal Platin für mehr als 3 Millionen Singles. Ja, ist korrekt. Das Entscheidende ist aber, dass diese ganzen Verkäufe oder die Erfolg, den wir haben, im Prinzip seit 86 erst waren, also die ganzen goldenen, bis auf diese Single. Seit 86 sind von uns 150 Alben auf den Markt gekommen. Seit 86? Ja. Das heißt, ihr seid 35 Jahre im Geschäft, aber erst seit 30 Jahren? Ja. Die Eva war 1969. Ja. Weine nicht. Kleine Eva, genau. Wenn ich heute auch von dir gehe, ich werde dich nicht vergessen. Ich werde dich nicht vergessen. Ja, richtig, ja. Genau. Ja. Hier ist es ja. Da. Das war euer erster großer Hit. Richtig. Die aktuelle Single, die von euch draußen ist, heißt Das Leben ist eine Wundertüte? Nee, das ist die allerneueste Single, die in 3 Wochen rauskommt. Das meinte ich ja. Also die ist so wahnsinnig aktuell, dass nur ich sie kenne. Das Leben, genau. Das Leben ist eine Wundertüte. Ein Wahnsinnstext, passt in die Zeit, ist hervorragend. Ja. Wir wussten gar nicht, was wir da singen, aber als es dann fertig war, haben wir gesagt, das gibt einen Hit. Wie ist es denn, ihr geht auf große Tourneen, ja? ihr füllt die Münchner Olympiahalle. Eure Fans, ich hab gehört, ein Drittel eines Flippers-Konzerts ist mittlerweile Geschenkübergabe durch die Fans an euch. Das ist, cool. Ist das so? Sie bringen alles mit, ja. Also von der Wurst bis von der Rose bis zur Wurst, Brot, Torten, also Proviant, bringen alles mit. Ist kein Witz. Wird kein mitgebracht. Witz. Wirklich wahr. Ja? Ja. Wird auf die Bühne gestellt. Ja, Wein, Riesling. Alles. Bier. Wir kommen jetzt auch Württemberger Nicht Riesling. Nicht nur abgestellt. Es geht da natürlich um einen kleinen Kuss. Das heißt, dann kommen, es sind Frauen überwiegend? Ja. Nur Frauen. Ja, also ja. Männer werden selten geküsst, aber meistens sind es Frauen. Die kommen nach vorne, die stellen das ab. Dann geht ihr hin, spielt weiter, Bussi, ja. Bussi. Ja. Ja. Das heißt, ihr macht aber keine Pause, dass die Geschenke abgegeben werden können, sondern ihr immer zwischen den Titeln dann. Ja. Kommen lassen. Das ist ein richtiger Programmpunkt. Ja. Und dann gibt's Kuss links, Kuss rechts. Aber noch schöner ist das dann anschließend bei der Autogrammstunde. Was passiert da? Da wird noch mehr geküsst.
Ihr gebt noch nach jedem Konzert richtig Autogramme? Richtig Autogrammstunde, ja. Das heißt, die Leute kommen zu euch in die Garderobe oder die warten auf dem Parkplatz? Oder, ja, genau. Oder wie ist das? Oder macht es vorne auf auch der Bühne? Wir machen es da vorne auf der Bühne, ja. Aber am Parkplatz geht es auch dann weiter. Nach so vielen Jahren, gab es da mal irgendwie Krach oder gab es da mal Eifersüchteleien, Streitigkeiten? Ja, wie in jeder Ehe kracht es mal auch bei uns. Wir sind, wie gesagt, lange zusammen. Aber das sind meistens Sachen, wo es um irgendein Thema geht, das wir ausdiskutieren. Sehr logisch, man kann nicht immer Einigkeit kann nicht herrschen. Aber wir kriegen das immer hin. Wir haben es bewiesen. 35 Jahre zusammen ist nicht schlecht. Das kann man sagen. Einer, was ja viele nicht wissen, eine Ähnlichkeit zu den Beatles. Ihr habt mal ursprünglich zu viert angefangen. Sechs waren wir. Sechs. Zu sechs. Dann zu fünft. Dann zu fünft. Gesund geschrumpft. Besonders schlimm war es mit dem vierten Mann. Da gibt es ganz wenig Dokumente. Wir haben Gott sei Dank ein Video noch da, was aus dem vierten Mann geworden ist. Und, interessant. Also, jetzt haben wir schon gesagt, die Single Das ganze Leben ist eine Wundertüte. Normalerweise gehört doch zu einer Single eine LP, gibt sie nicht? Ja, das Album kommt dann im September oder im Oktober auf den Markt. Aber wie gesagt, vorher ist erstmal eine Single und dann noch eine Single mit dem Album und ein paar schöne Fernsehsendungen, ein paar schöne Rundfunksendungen. Vielleicht sehen wir uns da dann, gell? Das wäre doch was. Und im nächsten Jahr wieder auf große Tournee? Also was ich Jubiläumstournee, 30 Jahre, haben wir nächstes Jahr. Wie viele Städte werden das dann sein? 70. Fahrt jeder mit dem eigenen Auto oder fahrt ihr mit dem Bus? Wir fahren alle zu, extra. Ja. Ja, die Frauen mit dabei? Die Frauen mit dabei, ein Stück Heimat mit dabei. Ja. Da haben wir auch immer guten Sex. Und, ja, genau. Problem. Ja, und die Frauen sind auch heute mit dabei? Ja. Und mein Sohn ist dabei. Ja. Auch ein Fan von der Sendung, auch dabei. Sind die eifersüchtig, eure Frauen? Sind wir ganz ehrlich? Ich glaube nicht. Ja, aber wenn da Frauen kommen und Geschenke überreichen, die Frauen, sie bringen Geschenke, aber sie wollen doch was anderes. Das wissen wir doch, oder? Ja. Auf der Tour. Die bringen doch nicht Torten, Salami und Riesling für ein Küsschen, sondern sie wollen... Ich glaube, sie wollen in unserer Nähe sein. Das ist einfach so etwas Schönes. Der lenkt ab. Der lenkt richtig ab. Gut, sind auch. Der lenkt richtig ab. Wir sind also, immer noch treu. Also Harald, wir alle seid treu. Monogam. Ja. Also wir haben in einem München Lokal gespielt vor 15 Jahren. Ich, meine Frau an meiner Seite, bin ich reingelaufen und mit meiner Frau. Und der Türsteher sagt zu mir, so schlecht? Sag ich, nee, so gut. Verstehe. Ja. Ja. Ja, auch bei mir hat mal im letzten Jahr in der Tournee ein Mädchen die ganze Nacht am Hotelzimmer geklopft, aber ich habe sie nicht rausgelassen. Ja, das sind wir Eisern. Wir Schwaben sind ja da. Ja, aber das muss man sagen, treu. Seid ihr eigentlich Schwaben, ihr seid doch Badener, oder? Ich bin Württemberger. Du bist Württemberger. Ja, Dach drauf, Schwab. Ja, und jetzt ist es richtig Bretten. Ich habe immer, die Flippers kommen für mich aus Bretten, so, stimmt das? Meine Kollegen sind aus Knittlingen und ich komme aus Bretten. Sie beide sind Württemberger und ich bin Badener. 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 Ja. Ich fand es wirklich klasse, dass es heute mal geklappt hat mit einem Besuch von euch. Ja? Ich drücke euch die Daumen für die LP, wenn die rauskommt und für eure Tour. Ja? Für die nächsten 35 Jahre im Geschäft. Frohe Ostern. Dankeschön. Ja. Tschüss. Ich danke euch. Ich habe fertig. Entschuldigung.